Willkommen bei Livi Funquad24.com. Oh, da war aber irgendwas im Hintergrund. Wir wollen euch heute mal was paar coole Aufnahmen zeigen vom Schöppengrunder Wald. Das Krasse ist ja wirklich, ich wohne hier schon 18 Jahre und ich wusste nicht, dass das leider hier gibt. Und mein Sohn zeigt euch natürlich heute mal wieder coole Sachen, was man damit machen kann. Vielen, vielen Dank, Michael von moxtracing.com, für die coole Ausstattung für meinen Sohn. Und als Vertragshändler natürlich auch von Kuhberg, ist eine richtig geile Geschichte mit den Crossbikes. Qualität kostet halt leider ein bisschen, aber das Fahrzeug ist schon böse. wenn ich mal wüsste, wo mein Sohn gerade wieder steckt. Hier haben irgendwo in dem Schöppengrunder Wald bei uns ein paar coole Jungs einen coolen Parcours gebaut. Und wo steckt denn der jetzt? Irgendwo. Ach, da hinten irgendwo. Man sieht es irgendwo im Wald. Moment. Na, wo ist er denn hin? Irgendwo steckt der. Da ist schon mal mein Kleiner. Aber was Wahnsinn, finde ich das da, was die hier hingezaubert haben, ne? Für die Bahn und alles, ne? Finn, kommst du mal bitte her jetzt? Ja, gut, der will halt alles erkunden, wie immer, ne? Aber ich habe da schon Respekt vor, ne? Das ist schon eine coole Geschichte. Ja, zu mir nochmal zu sagen, professionell komme ich eigentlich aus dem Kaifi-Sektor. Habe irgendwo angefangen mit Musik anbauen in Autos. Aber Klangqualität und Einbauqualität wurde über die Jahre mehrfacher Europameister und siebenfacher deutscher Meister. Dann im Endeffekt bin ich zweifacher internationaler Schweizer Meister. Ich muss auch dazu sagen, ich habe locker ein ganzes Einfamilienhaus in den Sand gesetzt, weil ich die ganzen Komponenten ja auch irgendwo bezahlen musste als Jugendlicher. Und ab 2002 oder 2001 war die erste Firma PowerTech, die mich angefangen hat zu sponsern. Und wo GL Audio dazu kam, ne, mit den geilen Komponenten, die ich verbaut hatte, wo ich auch Europameister wurde, da kommt der. ging das ganz easy, ne? Und Jörg und Dragan von den Autohändlern mal kennengelernt. Gut, das ist jetzt zweitrangig eigentlich, weil ich mit denen nichts mehr zu tun haben will. Dann halt Fernsehauftritte gehabt und sonstiges, ne? Mir macht das halt extrem viel Spaß, mich zu promoten und im Endeffekt die ganzen Firmen, mit denen ich zusammenarbeite. Bei dem Skoda Octavia RS, den ich hatte, da seht ihr auch bei YouTube oder bei Google oder bei YouTube, seht ihr auch Videos. Einmal hatten wir da was gedreht gehabt mit Jürgen Tragern, das war Showparty bei Jürgen Tragern. Oder was ganz cool ist, was richtig Spaß gemacht hat, war Jürgen Tragern in Polen. Da war das mit meinem Opel Vectra B, wo ich wirklich alles abgeräumt hatte. Da kommt er wieder. Und es hat halt schon extrem viel Spaß gemacht auf den Messen, ne? Und meine ganze Erfahrung bringe ich schon seit weit über 10 Jahren mit in diese ganze geile Geschichte mit den Elektrobikes und natürlich Quads. Quads natürlich auch klar im Vordergrund. Und wir haben jetzt seit Ende letzten Jahres den Vertrieb übernommen von eine coolen Quad-Geschichte, wo ich mich schon tierisch freue, die Ende Januar, Anfang Februar kommt. Das ist die Firma, amerikanische Firma Tom Wright. Und ich sag mal eins, richtig geile Leistung als Elektro, ne? Aber jetzt hier auf das Kuhberg Crossbike nochmal zurückzukommen, richtig krasse Qualität. Das ist das Kuhberg Hero, was mein Sohn fährt. Auch richtig nochmal ein bisschen modifiziert von mir. Und der Junge soll jetzt mal ein bisschen euch was zeigen und ein bisschen Spaß haben dabei. Wenn der mal irgendwo mir irgendwo in die Richtung kommt von der Linse. Nee, Finn, komm mal bitte jetzt her. Ja, das ist der Levin. Komm mal her, Schatz. Da kommt er angewetzt. Das ist natürlich schon mein kleiner Rennfahrer. Wie alt bist du, Levin? Drei. Ja, der fährt auch schon gerne. Manchmal tut er sich ein bisschen genieren. Aber der ist ganz geil darauf, immer dem Papa zu helfen. Ja, wenn die Mama sagt, wo willst du denn hin? Papa helfen. Das ist natürlich schön. So, jetzt wollen wir mal sehen, ob der Sohnemann jetzt endlich mal hochkommt. Weil das will er irgendwie nie verstehen, dass er mal vor der Linse bleibt.
Gut, ich kann das aber auch verstehen. Der will natürlich jetzt auch hier die Crossstrecke schön testen. Finn, bleib mal bitte stehen. So, das ist Finn Luca Eufinger. Wie alt bist du, Finn? Acht. Und, wie lange fährst du schon? Lange. So, auch wie der Levi im Endeffekt. Levi, sag mal hallo. 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 So, gut. Also der Finn fährt ungefähr, seit er so 2,5 ist. Also man sollte schon früh anfangen. So, jetzt stell ich mal die Kamera rum da vorne, dann geht's los. Finn, du bleibst bitte mal jetzt hier auf diesem Parcours, dass ich das filmen kann, ja? So, los geht's. Finn zeigt mal ein bisschen mit Kuhberg. Oh, ja, der Dreck fliegt von alleine. Gibt natürlich auch von Kuhberg die Start. Das ist dann die Hero. Ist auch so eine Sonderedition. Und dann gibt es auch die X-Force. Die hat eine richtig Leistung. Ne? Zack. Kommt man schon gar nicht näher. Aber jetzt macht er es weiter. Finn, fahr weiter. Nee, du brauchst nicht mithalten, Finn. Levin. Nur scheiße kalt hier. So, jetzt. Levin, bleib du mal hier. Bleib du mal bitte hier. Levin, der Fünf kommt. Levin, weg da! Ist schon geil. Hätte das doch gegeben bei uns früher. So, Finn, zeig mal jetzt. Jetzt hast du ja schon ein paar Runden gefahren. Wie der so ein Mann doch abgeht. Da ist man als Papa doch schon ein bisschen stolz. Levin, da weg, 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 weg. Der Finn kommt. Der macht dich platt. So. Sicherheitsabstand sollte man schon halten. Coole Geschichte. Er ist schon wieder so schnell, dass man wieder nicht hinherkommt. Levi, komm mal zum Papa. Komm her. Der Finn kommt. Oh, gefühlte 3 Grad minus nach innen gesehen. So, Finn Luca, Eufinger hat's drauf. Egal was ist, man muss natürlich auch erstmal reinarbeiten in die Thematik. Ach, jetzt fährt er da wieder lang. Die Hero hat genug Leistung. Die hat 750 Watt. 36 Volt, sind 3 Batterien in Reihe geschaltet. Und wie ihr seht, es macht richtig Spaß. Natürlich mir auch. Ja, der will aufhören. Ja, Levin! Ja, der Levin kommt nach mir, das ist schon mal nett. Das ist eigentlich scheiße. Ja. So, nochmal zu anderen Sachen zurückzukommen. Wir bauen ja gerade mit einer coolen Firma mein Quad natürlich wieder um. Es wird komplett neu lackiert. Mit Gimmicks drin und sonstiges. Und das Motto von dem Motto ist The Cream Mamba. Das ist eine, Ausgangspunkt ist eine Yamaha Raptor 700 Kubik SE. SE ist im Endeffekt eine Sonderausstattung. Gut, Sonderausstattung hat damit nicht mehr viel zu tun. Weil es komplett ganz anders der lackiert wurde. Motorblock wurde poliert und lackiert und so. Und jetzt machen wir nochmal Ausbaustufe 2 mit ein bisschen mehr PS unter der Haube. Und ich freue mich schon tierisch darauf, wieder dabei zu sein dieses Jahr beim Anlassen auf dem Nürburgring. Wir werden schon den 21.04. Da sein, nachmittags in der Boxengasse und würden uns freuen auf ein paar Besucher, ein paar Quad-Jungs, dass man mal ein bisschen chillen kann, zusammen ein Trinken, wir wollen ein bisschen grillen und so.
und einfach mal schauen, wie sich der Abend entwickelt. Und der 22. ist das traditionelle Anlassen auf dem Nürburgring mit dem traditionellen Gottesdienst. Ich war vor 2 Jahren da, hat da einen Stand gehabt und ich muss euch sagen, es ist totaler Wahnsinn da. Ja, also richtig viele Leute und so und es macht richtig viel Spaß. Ich kann nur es jedem empfehlen, da hinzukommen. Ja? So, jetzt zeigen wir noch mal ein paar kurze Aufnahmen und dann beenden wir das hier. Finn, gib mal Stoff! Gib mal Stoff jetzt, komm, zeig mal, wie es geht. Ist richtig geil, die Bahn hier, muss ich nochmal sagen. Die Jungs, die muss ich schon mal kennenlernen, das ist schon cool. Levin, du gehst bitte weg. Weg da, weg da, weg da. Wow, geil. Das ist natürlich fett. Levin, hör mal kurz auf. Ja, von Kube gibt es natürlich auch für die Erwachsenen die Freerider. Das Ding ist natürlich richtig böse auch, ne? So, Finn hat schon eingefahren. Levin, pass du auf! So, fahr noch einmal richtig, dann können wir aufhören. Mir fehlen nämlich gleich die Finger ab. Hier im Wald geht es ja eigentlich, weil die Bäume halten das ja auch wirklich alles ab, ne? Der ganze Regen. Komm her, Schatz. So, der letzte Sprung vom Finn Luca. Moment, das müssen wir jetzt mal nochmal zeigen. Gib Stoff hin! Warte, Papa! Aber trotzdem nicht übertreiben. So, bleib du da. Ja? Nein, fahr hier jetzt! Das ist so cool! Oder willst du da? Ha? Willst du da? Gut, dann will er da. Muss man akzeptieren. Dann fahr da hin. Du gehst weg, Finn. Naja, gut. Ich habe eigentlich gedacht, er würde da komplett lang fahren, aber so, Finn. Oh. Keine Ahnung, guck doch schon was an. Da kriege ich schon Angst. Willst du mal hier lang? Oder doch wieder da? Warte, warte mal. Ja gut, er wartet nicht. Ah, geil. Coole Nummer. Achtung, jetzt kommen wir wieder zurück. Und, macht Spaß? Ja. Ja, man sieht's. Der coole Foxhelm. Ne? Etwas, Moment. Dreckig. Oh, nee. Der Rest auch. Finn, wer macht denn eigentlich das Crossbike wieder sauber? So. Auf, letzte Runde jetzt. Dann fahr noch mal einmal richtig schnell und dann ist Ende. Ja, jetzt hat er den Levin auch noch dreckig gemacht. So, muss mir uns mal, das muss man richtig sehen. Wo will er denn jetzt lang? Levin, kommst du bitte her? Komm her, der Levin, der Finn kommt. Geh da weg! Achtung! Super! Ja, zu schnell. So, stopp, Finn. So, einen Moment. Einmal sammeln. Ist gut. Hör mal auf. So, Levin, guck mal da. So, mehr auf funkwatt24.com. Tschüss, euer Manni. Auch Tschüss sagen? Tschüss. Du auch? Sag mal Tschüss. Gut, bye bye.